Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik und heute wollen wir Terme zusammenfassen. Ich habe welche mit Klammern mitgebracht. Streng genommen geht es da ums negative Vorzeichen. Also passt auf geht's. 3x mal minus 2. So, erstmal kurz, warum muss denn da eine Klammer hin? Hier ist ein Rechenzeichen und hier ist ein Rechenzeichen. Einmal mal, einmal Minus. Und die dürfen niemals nebeneinander stehen. Deswegen muss da eine Klammer zwischen. Okay, so. Und jetzt möchte ich von dir nur eben das Ergebnis wissen. Wie gehen wir vor? Also, hier könnte ein Plus stehen. Also rechnen wir als allererstes 3 mal 2. Das sind 6. Das x kommt einfach mit. Wir könnten auch sagen, 3x mal 2 sind 6x. Hier würde ein Plus stehen, hier ein Minus. Und wir kennen das, Plus mal Minus ergibt Minus. Und dann ist die Antwort minus 6x. Okay? So funktioniert das. Ergebnis zweimal unterstreichen, fertig. Zweite Aufgabe. Minus 4a mal 2. So. Okay, wie zerlegen wir diese Aufgabe? Als erstes rechnen wir 4 mal 2, das sind 8. Dann kommt das a mit und hier ist ein Minus, da wäre ein Plus, Minus mal Plus ergibt Minus. Minus 8a, fertig. Weiter geht's. Minus 3y mal minus 2. Okay, was kommt raus? Kriegst du es hin? 3 mal 2 sind 6. Y kommt mit. Aber dieses Mal Minus mal Minus. Minus mal Minus ergibt Plus. Das heißt, wir sind fertig. Okay, nächste Aufgabe. 3x mal minus 4y. Das heißt, jetzt haben wir zum ersten Mal zwei Variablen. Wir fangen trotzdem wieder an mit den Zahlen. 3 mal 4, das sind 12. Jetzt die Variablen. X mal y ist xy. Ihr könnt euch vorstellen, dass hier ein Malzeichen ist und hier ein Malzeichen. Wir schreiben das aber nicht. Und zum Schluss jetzt noch das Vorzeichen. Plus mal Minus ergibt Minus. Und schon sind wir wieder fertig. Zweimal unterstreichen. Und weiter geht's. Minus 3x mal minus 3x. Okay, wie geht das? 3 mal 3 sind 9. X mal x sind x hoch 2. Minus mal minus ergibt plus. Also 9x hoch 2. So. Und damit haben wir die erste Seite geschafft. Nun habe ich eine Tabelle mitgebracht, in der sich ganz viele Aufgaben verstecken. Also, wie funktioniert's? Wir rechnen das mal das in dieses Feld. Also, rechnen wir aus 2x mal minus 2. Okay, was kommt da raus? 2 mal 2 ist 4, die Variable ist x und plus mal minus ergibt minus. Und schon sind wir fertig. Zweite Aufgabe. 2x mal minus x. Okay? Also, 2 mal 1 ergibt 2. X mal x sind x Quadrat. Plus mal minus ergibt minus. Und schon sind wir fertig. Nächste Aufgabe. 2x mal y. Na, das ist einfach. 2xy. Jetzt geht es hier weiter. X mal minus 2. Okay. Was machen wir? Minus 2x. Weiter geht's. X mal minus x. Das sind minus x Quadrat. Weiter geht's. X mal y. Das sind x y. Übrigens könnte man das auch andersrum schreiben. Letzte Zeile. Minus 2x mal minus 2.
2 mal 2 sind 4, das x dran, minus mal minus ergibt plus. Nächste Aufgabe. Minus 2x mal minus x. Okay, x mal x sind x Quadrat, die 2 davor, minus mal minus ergibt plus. Und zum Schluss, minus 2x mal y, brauchen wir nichts machen, minus 2xy. So, zum Schluss, so viel Ordnung muss sein. Wollen wir noch eben alles unterstreichen. So. Und jetzt sind wir fertig. Okay, das war's.